So, da sind wir jetzt auch wieder zurück. Ohne Werkzeug ist da nichts zu machen. Genau, das hat er richtig erfasst. Und wir werden jetzt hier nochmal schön die Dinger da von den runterscheffeln. Und wir müssen so gucken, dass wir es schön ausgeglichen machen. Ne? Also eins in blau. Ja gut, es sind ja vier auf jeder Seite, also ist egal. Ich kann ja... Ich denke, Hauptsache ist am Ende gleich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt links, rechts aufteilen muss. Das halte ich dann doch für unwahrscheinlich. Aber ich denke schon, dass wir auf jeden Fall hier gucken müssen, dass das einigermaßen gleichsam aufgeteilt ist zwischen den beiden Kisten. Sodass sie sich fair behandelt fühlen, hier die beiden Wächter des Tores, würde ich mal sagen. Die beiden Wächter der Riesenkrake, des Oktopoden oder sowas, ne? Was auch immer. Meeres, sehr nautische Sachen hier alles. Aber ist ja normal. Ja, wunderbar. Hat ja gut geklappt. Also hindurch. Wir können mal. Was? Was? Okay, war das da falsch? Warte mal. Also. Gold rechts, links. Was? Gold rechts, links, ohne Zetern. Ach so. Das, dann habe ich es echt falsch gemacht, oder was? Das ist ja freaky. Okay, das heißt wirklich, wir müssen mit Gold rechts anfangen. Eieieiei. Und dann immer hin und her. Das war jetzt gerade schon ein bisschen verquer, ehrlich gesagt, muss ich mal so bemerken. Das war dann durchaus sehr eigenartig. Okay, wir füllen jetzt nochmal hier die Truhen mit den Rubinen. Dann sehen wir, wie checks es out. Ob wir jetzt das nur falsch gemacht haben. Aber sonst wäre es ja auch nicht so tragisch. Dann machen wir tschak. Muss halt jedes Mal das Werkzeug wechseln. Ist halt ein bisschen... Mai, ist halt ein wenig zeitaufwendig, ne? Ist halt ein bisschen umständlich, aber ist okay. Das ist ja wie hier jetzt auch, ne? Man muss ja jedes Mal, kann ich so tschak, eins nach dem anderen anknüpfen und dann geht das weg, sondern man muss das alles so einzeln nacheinander. Aber gut, so ist es halt, sonst, glaube ich, wäre es auch ein bisschen sehr schnell. Ich denke, das lebt auch so ein bisschen davon. Jetzt ist halt die Frage, wäre das halt besser, so zum Spielfluss, dass man sagt, ja, man könnte das am liebsten hier mit einem Werkzeug gleich alle mehrere hintereinander daraus zünden. Man müsste nicht immer wieder das Werkzeug anklickern. Oder sagt man ja, gut, das passt so, wie das ist. Und dann dauert halt das ein wenig länger. Gut, wir fangen Gold rechts an. Rechts ist blö. Dann machen wir das jetzt so. Und dann gehen wir nach links. Und dann gehen wir wieder nach rechts. Ah, weil es nicht dasselbe war. Ah, jetzt, okay. Verstehe. Oh, das ist ein bisschen nervig. Okay, warte, ich überspringe das mal eben. Bis gleich. Gut, also wir sind jetzt wieder hier in dem Moment, ne? Die Nachbildung eines Gold- und Juwelenbesetzten Kram. Wir fangen wieder an. Rechts, links. Gucken wir, ob das jetzt geht, wenn ich jetzt den hier nehme. Ob er jetzt wieder abbricht oder nicht. Aha. Das geht offenbar. Mach mal, ist immer die gleiche Menge, ne? Das ist dann passt. Ohne Zetern, sagt er. So. Schaben wir das mal schön alles ab hier und dann kriegen sie auch wieder ihr Werkzeug zurück, da die Statuettenkameraden. Ist das echt Kunststoff oder was ist das hier für ein Material? Okay, last one. Mal gucken, ob das jetzt sitzt. Und, geht auf. Okay, jetzt schauen wir, ob uns jetzt durchlässt oder nicht. Nee, verstehe ich nicht. Nee, das verstehe ich jetzt nicht, Leute. Ich habe das doch richtig gemacht. Also, Werkzeug wird nur passt, genau. Okay, grün zu grün, blau zu blau. Klar, Gold
Rechts, links, ohne Zetern. Dieser Krage droht Verrätern. Aber ich habe das doch alles richtig aufgeteilt. Und es geht ja nur um Gold. Gold rechts, links, ohne Zetern. Hä, oder erst die eine Seite nach rechts oder was? Warte mal. Jetzt so machen. Und dann so. Und dann so. Aber dann habe ich ja auch die Hälfte hier und die Hälfte da. Ich weiß jetzt nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, ehrlich gesagt. Ja, das ist jetzt natürlich wieder schwierig, wenn man hier das Rätsel nicht so nicht so schnell durchkommt, wie man vielleicht möchte, ne? Ja. Okay, jetzt habe ich das zum Anfang gemacht, aber jetzt sollte ich es ja am Anfang an auch schon, dass ich das so aufgeteilt habe von links nach rechts. Und jetzt fange ich mal wieder mit den Augen an und dann gucken wir mal. Das könnt ihr euch wieder sparen, ich hole euch dann wieder mit ins Boot, wenn das hier funktioniert hat, würde ich sagen, ne? Sonst ist es immer so ein bisschen langwierig alles. Okay, also ich kann denen das hier auch irgendwie wieder zurückgeben, vielleicht liegt es auch daran, dass ich erst wieder alles zurückgeben muss, sonst schließe ich das wieder. Wir probieren jetzt das mal, dass wir die Leute wieder vollständig machen. Und dann gucken wir mal, ob wir durchkommen. Das habe ich nämlich vorher nicht probiert. Das könnte nämlich zutreffen. Sollen wir jetzt drauf drücken? Jetzt geht das. Seht ihr? Wunderbar. Flaschen mit Namen berühmter Piratenschiffe. Oh, Flaschen mit Piratenschiffen. Leute, da was bei euch? Na, wenn es ums Läuten geht, haben wir die Schiffsglocke. Soll ich es wagen? Okay, also hier läute ich und dann... Ding, ding. Francis Springs. Achso, und jetzt muss ich... Ach so. Ah. Also FS ist D. Francis Springs ist D. Okay. So, warte, ich mache mir ein Foto. Ich mache mir ein Fotochen davon und dann checken wir die Sachlage. Und dann schauen wir mal, ob das hier miteinander zu tun haben tut. Francis Springs hat, wo steht was mit D? Hier. Okay, nächster. Bartholomew Sharp hat die MHT. Most Holy Dings hier. Gut. Dann Charles Wayne hat irgendwas mit R. Ein Wort. Da oben vielleicht. R. Liberty Fortune, Royal Fortune. Kann ja nur dieser. Oh nein, das ist das. Oh nein. William Kidd. William Kidd hat QM. Ach, da unten gibt's auch noch was. Das ist die da. Queen irgendwas. So, nächster Pirat. Vampir wollte ich schon sagen. Bartholomew Roberts. Bartholomew Roberts hat die FRFGF. FRFGF. Was? Wo ist das denn? Bartholomew Roberts, BR. FRFGF. Ich sehe da kein weiteres F. Good Fortune da unten. Es ist Bartholomew. Ich nehme mal einen anderen. George Lothar. Hat die HD. HD. Was ist HD?
Happy Delivery. So, die nehmen wir. Next one. Das ist Charles Wayne. Den hatten wir schon. Da müssen wir jetzt gucken. Irgendwas mit R. Vielleicht dann doch hier oben. Ja. Die Ripper oder Rapper oder sowas. Paar Rapper, der Rapper. Okay. Next one ist Thomas Tew. TT. Thomas Tew hat irgendwas mit L. Die Liberty. So, sehr schön. Ja, wir können ja schon alles schön zuordnen. Next one. Henry Morgan. Ja, Henry Morgan. Den holen wir uns. Das was mit S. Das ist hier die Satisfactory. Super. Benito de Soto. BDS. Hat die BJ. Oh, was ist denn das? BJ. BJ Fortune haben wir hier noch. St. James. Black Jones oder so. Dann. Ding Dong. Oder Ding Dong. Oh, Howell Davis. Hat die St. Jones. St. Johnson. Oh nein, hat er nicht. Ah nein, da oben, die St. James. Edward Teach, der sieht aus wie der Typ von hier, dieser Jack Sparrow Film da. E.T. hat die Queen R.R. So. Then we have the Amaro Pargo. A.P. hat die dieser St. Joseph. Gut. Und then we have Bartholomew Roberts. Das haben wir immer noch nicht rausgefunden. Der hat irgendwas Langes. Ich sag mal, das ist Good Fortune. Nee. Doch. Der hat die Good Fortune, natürlich. Bartholomew Roberts. Dann haben wir noch Howell Davis. Hat die St. James hier oben. St. James. Das war die eine oder die Jones, das andere war die James. Und wir haben wieder Bartholomew Roberts. Der hat zwei Schiffe. Ah, der hat drei Schiffe. Bartholomew Roberts hat drei Schiffe. Ich verstehe. Wer ist das? Okay, rein da. Sind wir bald schon durch, oder? Erkennt ihr was? Das ist sehr dunkel. Ah, wir sind schon hier sind wir schon. Hier oben. Uiuiui. Können wir einfach aufmachen? Da ist eine 6, da ist eine 2, da ist eine 6, da ist eine 8. Kann ich die so hochheben? Oder was muss ich machen? Warte mal. Ich sehe schon hier Zahlen, aber die müssen wahrscheinlich rein. Und ich muss erstmal Licht machen vielleicht. Das sind hier da oben diese Türen da. Kann ich mal aufmachen? Hier sind lauter so Fensterläden. Also das ist ein Fenster, das muss ich aufmachen, hä? Denke ich mal. Und da sind lauter Zahlen. Und hier? Ich dachte, das könnte ich irgendwie aufstemmen oder so. Das ist eine 1. Muss ich das eingeben oder was? 6, 8, 9, 2, 1. 6, 8, 9, 2, 1. Nein, okay. Ja, weiß ich ja nicht. Aber im Handy. Ah, natürlich. Aha. Okay, jetzt ist das natürlich. Aha, okay, das ist. Ist das ein Datum? Oder what is this? Was ist das hier? Ah, das ist ein so ein Strick, okay. Davon brauchen wir 3. Ja, da liegt hier unten noch einer. Dann haben wir hier noch eine 9. Da auch. Hier eine 2. Und die 8.
Ja, lesen wir mal. Ich zittere, wenn ich nur daran denke. 21. November 1818 eröffnen die Argentinier und die Santa Rosa das Feuer auf die Stadt Montaneri. 21.11.1818. Aha. Dafür, deswegen habe ich vielen Einser. Und hier oben? Der rote Pirat. Lädt er uns ein oder sperrt er uns aus? Genau 7 Monate nach dem Angriff auf den Sitz von Governor Sala eröffnete man die Untersuchungsstation. Sanne, jo, das Lager des roten Piraten. Okay. Okay, ich glaube, das. Also. Moment. Wir haben doch 21.11. Genau 7 Monate nach dem Angriff. 7 Monate. 7 Monate. So, das wäre dann im Juni. Oh, ne, wir haben keine 6. Das ist eine 9. Warte mal. Und dann wäre es ja auch da der 21. What? Ach, geht nicht. Ah. Okay. Und? Der rote Pirat. Lädt er uns ein oder sperrt er uns aus? Also, das war nicht richtig. So. Also, 1818, 21. November. An einem Morgen früh eröffneten die Argentinier und die Santa Rosa das Feuer auf die Stadt. Genau, am 21.11. Genau 7 Monate nach dem Angriff auf den Sitz von Governor Sola eröffnete in der Westerbucht ein neuer Stützpunkt. Das Lager des Roten Piraten. 7 Monate danach. Ach so, das war dann 1819. Der rote Pirat. Ja, das muss doch stimmen. Lädt er uns ein oder sperrt er uns am aus? 21. Das muss gedreht werden. So, 21.06. Ja. Wollte gerade sagen, ich war doch mit Juni schon richtig vorher. Spannend. So. Ach, endlich wieder im Freien. Schön. Naja, fast. Genau, fast. Ihr seht das beim nächsten Mal. Ne? Voll Überlänge heute. Bis dahin. Ciao.